So, weiter geht's bei Let's Play God of War 1. Ich wollte irgendwie Chains of Olympus oder Ascension sagen. Keine Ahnung warum. Das ist ja auch das erste Mal, dass ich bei einem God of War Spiel keinen anderen Beititel habe. Dann will mal ganz kurz nochmal ein bisschen Orbs auffrischen, bevor wir uns weiter ins Gefecht schlagen. Na, jetzt mach mal erstmal Randale. Da ist eine Wand auf jeden Fall, da geht es auch dahinter weiter. Oder ich kann die kaputt machen, gell? Nee, aber ich kann den Riss, glaube ich, kaputt machen mit Hilfe von diesem Dingens hier. Nehmen wir erstmal hier noch das alles mit. Ich will mal kurz zurückgehen. Wenn ich dich nochmal drehe, weil wenn ich die Wand aufschieße, null Gesundheit und gleich eine Bronzetrophäe, okay. Ich wusste doch, irgendwo in einem God of War hatte ich gelesen, dass man eine Bronzetrophäe bekommt, wenn man eine volle Kiste öffnet. Das hat ja Dante's Inferno auch übernommen. Ein Spiel, was wir vielleicht nach der God of War Reihe sehen könnten. Wenn ihr ganz lieb seid. Ja, ich habe mehrere God of War-like Spiele wie Dante's Inferno oder Knight's Contract, die wir natürlich irgendwann auch mal sehen könnten. 2014 oder 2015, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall irgendwann. Ne? Jetzt muss ich erstmal nur das Ding hier wieder zurück hieven. Die große Haubitsche. Bevor ich die jetzt aktiviere, will ich mal gucken, ob ich hier auf diesem Balkon auch noch einen Bonus habe. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau bei einigen Abschnitten, ob da ein Bonus kam oder nicht. Es ist schon ein bisschen länger her, wie gesagt, dass ich God of War 1 gespielt habe. Da kann es sein, dass ich den einen oder anderen Abschnitt nicht mehr so ganz in bester Erinnerung habe, aber das macht dir nix. Jetzt können wir mir noch alles rumreißen. Mal schauen, ich glaube, hier komme ich erst nach einem Rätsel weiter. Löse dieses Rätsel! Zu viel vom Riddler beeinflusst. Warte mal, da oben geht's glaube ich weiter. Ich will erstmal runter. Gucken wir, was wir unten haben. Sag mal. Ging es nicht irgendwie, dass ich eine Leiter runterrutschen konnte? Dann machen wir es halt so. Achso, hier habe ich erstmal wieder. Oh, hier habe ich erstmal wieder Spaß. Na, was wollt ihr? Wenn ihr jemanden abziehen wollt, dann müsst ihr wieder zu Sascha gehen. Wie war das? Au! Ich habe gar nicht gesehen, dass der mich angegriffen hat. So, mach dich so kaputt. Auseinander! Doch, ich wusste doch, ich kann den auseinanderreißen. Und tschüss. Hier unten war nur eine Bonuskiste. Seht ihr, ich wusste es doch noch. Geht schon beinahe übersehen, ne? Noch ein Gorgonauge, das ist ja sexy. Ich muss aber dazu gestehen, ich habe es nie mehr geschafft, alle Gorgonaugenkisten zu finden. Also dann, ich bin an zwei vorbeigekommen, zunächst kein Zurück mehr gab. Und eine gab es, die habe ich mit Absicht immer übersprungen. Ziemlich spät im Spiel, weil ich fand die mal zu schwierig. Vielleicht werden wir das jetzt mal nachholen in diesem Let's Play. Das wäre ja auch ein kleiner Trophy. Ja, shit. Ich habe wieder Partygäste hier. Hallo. Aua. Das tut auch weh, Mensch. Ach so, da kommt noch so ein Dabsack runtergeklettert. Was fällt dir denn in, Bursche? Haha, hab ich... Moment mal, ich hab... Doch, ich wollte schon sagen, ich habe doch gar keine Magie verwendet. Der hat nur rüber gewechselt. Halt! Shit, ich habe schon wieder zu spät geblockt. Alter, jetzt muss ich aber echt mal höllisch aufpassen, ne? Hoppa! Na? Noch jemand, der nicht genug hat? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich mach dich fett. Ist der gerade die Mauer runtergeflogen? Okay. Ja, wem Spaß macht, kann man immer versuchen, ne? Warte mal. Ist hier drüben was? Ist hier drüben was? Ne, sieht nicht so aus. Hoppa! Ich muss jetzt wieder hier. Ja, yeah, das kennen wir auch schon, das Spielchen. Wir müssen uns erstmal hier wieder langhängen. Oh, ich höre irgendwie schon Gegner. Na toll! Ich schlag euch doppelt weg! Da hinten ist schon gerade voll die Party im Gange. Nimm einen! Nimm ihn! Do it! Hey, Herr Suf!
Haha! Ich pack dich, ich werde dich würdig und dann werde ich dich packen und dann werde ich dich schmeißen, schmeißen! Dann kommt der nächste. Hallo, was willst du denn? Was willst du denn? Das ist meine Wand. Ja, geh dir deine eigene suchen. Da, guck. Die gefällt dir doch gar nicht. Du wolltest dir noch nicht mal ein Küchchen geben. Au! Was fällt dir denn ein hier? Ich hab's eben schon mal gesagt, das ist meine Wand. Babsack. Also das wird eigentlich ich kann nicht mehr sprechen. Ein gewohnter Anblick wird das werden, dass ich oftmals wenig Energie habe. Habe ich einen Double Killing schon wieder gemacht? Ich glaube schon. Wenn es doch nur jemanden gäbe, der mir Energie geben könnte. Warum darf ich hier nicht rutschen? Ah, cool. Na komm. Halt einen packen. Du bist doch ein Babsack, oder? Du bist ein Hund. Ohne Gleichen. Ja, man merkt schon, es ist auch mehr Gegner aufkommen. Also wenn ihr das Let's Play mit dem bei Sascha vergleicht, unabhängig davon, dass er rumdirbt. Ich kann's nicht lassen. Nein, unabhängig davon. Er hat weniger Gegner. Okay, der ist schön geflogen. Gut, dann stoßen wir die Statue mal um. Ich habe so viel Kraft, ich habe heute Morgen extra eine Portion Spinat mir reingeschafft. In meinem Spartaner-Frühstück. König Leonidas hat doch gesagt, Spartaner speist gut, denn heute Abend speisen wir in der Hölle. Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, Kratos. Komm schon. Wie oft soll ich denn hier noch zwei Button mischen, also geht doch. Ich war's nicht. Dam da da da. So, wenn ihr auch erkennen könnt, das ist auch schon der Innenhof, wo wir gegen den guten Kinder gekämpft haben und es sieht aus wie eine ganz große Rätselpassage wieder mal. Na, da gehen wir gleich hin. Jetzt nehmen wir uns erstmal einen Snack für zwischendurch. Weil sonst werden wir zur Diva. Huhu. Ich bin wieder runtergekommen. So, das haben wir uns schon alles angeguckt. Bist du kaputt? Ja, du bist kaputt. Ich hab den so. Ich hab danach einen Typen getreten. Nee, der war so fertig. Das gibt's ja nicht. So, was. Ach, schon wieder eine Gorgon. Warte mal. Shit, wirkt bei Gorgon nicht. Oh, du bist auch eine Bitch. Du bist eine Bitch. Du bist eine Bitch. Schnell, 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 Kratos. Oh nein! Shit! Ey, willst du mich verarschen? Aua. Das wäre eigentlich cool. Na, das geht nicht. Hört doch mal auf! Wie könnt ihr denn um die Ecken schießen? Seid ihr bekifft? Ich will aber noch den Zorn mir aufheben. Also geht doch. Da haben wir doch schon. Komm her! Ich wollte schon sagen, wir haben ein Quicktime-Event. Dann kümmere ich mich doch um dieses Mistvieh. Bringt magische Orbs, das wissen wir auch. Haha, war wohl nix. Musst du mal zum Mob, die hier gehen, dann kannst du besser die anderen angucken, ne? Dann müssen die das immer so versteinen. Ich bin eben voll gegen meine Tastatur gekommen. Alright. So, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Warp-Action wieder steigen lassen. Aber ich will nämlich den Zorn noch aufheben. Für viel schwierigere Gegner. Wie war das jetzt nochmal? War das auch so? War nur eine Leiter zum Hochklettern. Ich kraxel und kraxel und kraxel. Aha. Au. Okay, bei denen war, weiß ich auch noch. Ach Mist. Okay, machen wir doch mal hier den Götterzorn. Dann werde ich schwedisch und mach dich kaputt. Kann ich ihn nicht deaktivieren wieder? Nee, okay. Egal, es gibt glaube ich auch eine Trophäe, wenn man den häufiger verwendet. Deswegen nutzen wir den doch mal. Rage Mode. Oh, da kommt noch so ein Hansel. Mit dir fliehen wir aber wieder. Jetzt fliehen wir wieder. Jetzt fliehen wir wieder. Jetzt werde ich auch grausam und brutal. Wie du sehen kannst, mein Freundchen.
Heute gibt's Geistbockli, gell? So. Ich muss mal kurz deinen Kiem untersuchen. Da steckt was fest. Da guck doch mal, da steckt was fest. Und zwar meine Klinge. Eieiei. Das ist nicht gut für den Kopf. Da kriegst du Migräne von Pusche. So, jetzt machen wir erstmal wieder, wie sie architektonische Meisterleistung hier betreiben wir. Ich will kurz gucken, ob hier drüben noch was war, aber ich glaube nicht. Alles schön, da draußen ist das, da gehe ich mehr. Ich will auch mit. Ich will mit. Ich will mitfahren. Reise, Seemannreise. Und die Mistviecher weinen gleich leise. Hoppa. Als ob ich das nicht gesehen hätte mit deinem Ninja-Jump von hinten. Von hinten angreife ich unfair, ich hätte dich vorne an, du Schweinhund. Au. Beinahe, achso, doch nicht. Okay, ich dachte schon. Aber beinahe hätte ich die... Wow. Beinahe hätte ich den Combo verhunzt. Jetzt beruhig dich doch mal. Schluck mal deine Packung Ritalin und geh dich wieder ins Bett legen, Junge. Du bist nicht ausgelastet. Die haben sie früher in der Schule keinen Sitzsack gegeben oder sowas. Obwohl, laut pädagogischer Meinung, ist dies ein, für ADHS-Gestörte... Eine optimale Behandlung, wenn sie in den Schulen auf Sitzkissen oder Sitzbällen sitzen. Wie komme ich jetzt eigentlich von so einem Spiel wie God of War auf pädagogisch-psychologische Überlegungen und Theorien? Oh Mann. Das ist, sowas bringe auch nur ich zustande, gell? Oh, so ein... Dörpen. Das nächste Mal referieren wir dann weiter. Ja, aber heute kackt der Biber ab! Er kackt ab! Warte mal, habe ich nicht genug Orbs mittlerweile schon, oder? Nein, doch nicht. Oder doch? Ja, aber nein, aber ja, aber fast. Ich muss jetzt kontern! Was willst du denn? Achso, er ist aber hier hingeflogen. Bei anderen fliegen nur die Rabbis soweit. was habe ich gemacht? Warum bin ich da runtergejumpt? Okay. Da wurden mir jetzt Orbs zugewiesen. Auch okay. Stimmen wir mal zu und sagen, ja, Spiel, ich mach den Dörperei mit. Sag mal. Gibt's ja nicht, wie ich hier überhaupt nicht vorankomme. So. Und wir machen natürlich noch mehr kaputt. Dann können wir mal sagen, arg ich war's. Arg, ich hat von meiner Armbrust geschossen. Arg, es hat meine T-Shirts zerfetzt. Hey, warte mal. Wieso soll ich jetzt schon gehen, wenn ich da noch Spaß haben kann mit denen? Ich hab dich so gekickt. Das ist Sparta. Das hat voll Style hier. Guck mal hier. Bam, bam. Willst du auch mitkommen? Geht das? Hey, komm mal her. Obwohl, du bist nah genug, dann kann ich dich auch... Aua. Dann kann... Aua! Jetzt habe ich aber genug, Freundchen. La, la, la. Was wollt ihr denn? Knick, knack, machte das Genick. Das ist irgendwie so wie so ein Knacktest, den man früher bei Schokoladenriegeln auch mal gemacht hat. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Aua! Die töten mich alle, die toten mich alle! Scheint am anderen Packen müsste es gehen, ne? Zack, zack. Was willst du denn da hinten eigentlich die ganze Zeit? Ey, ich hab den voll halbiert. Mitten durchgeschnitten. Also Freezer ging es auch nicht besser als dir. Nein. Knick, knack. Ey. Ich habe doch gerade noch Orbs bekommen. Wollt ihr mich verdörpen, hörpen? Verdörpen, hörpen. Das ist auch ein geiles Wort. Das Problem ist, dass man nicht dieses Schnell-Hangeln machen kann. Warte mal. So. Dann kümmere ich mich doch jetzt erstmal gleich um diese zwei Verfolger hier. Bevor ich auf diese Leinwand, auf die Leinwand? Was? Auf das Tau gehe. Nein, Kratos! Och man, du bist doch ein Babsack.
Fällt er schon wieder runter hier? Hat er wieder nichts Besseres zu tun mit seinem Leben, als ich mir runter derbe und falle und klatsche. Sieht irgendwie aus, als ob der wie so ein Frosch am Scheißen ist beim Hüpfen. Das habe ich mir auch schon überlegt. Ach komm schon, was ist denn das? Warum fällst du wieder runter? Oh, toll, das wollte ich auch nicht machen. Jetzt habe ich schon noch Energie hier verschwendet von meiner Magie. Und ich fall dauernd runter von diesem Tau. Hup mit dem Tau und lauf dir sich ein. So. Jetzt aber auch ein neues. Weg! Das ist mein Seil hier. Geh doch, weg. Das sieht irgendwie aus, als ob das Spiel glitscht und zwei Oberkörper spawnen würde. Was soll denn das? Komm her. Knick, knack, genick ab. Habe ich einen von denen von der Wäscheleine gerissen. Die wollten mir die Klamotten klauen. Ich hab's genau gesehen. Deswegen habe ich nur noch so einen roten Fetzen als Unterkörper am Unterkörper an, weil sie mir die Klamotten hier alle klauen. Das reicht. Können wir erstmal um die da vorne kommen? Kann ich immer noch mit denen da hinten spielen? Ja, komm. Boot, 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 boot. Hat er aber schön die Beinchen hier streckt, der Kratos. So, jetzt, was wollt ihr zwei denn eigentlich? Habt ihr denn nichts Besseres zu tun? Habt ihr keine Hobbys oder was? Ich kann nichts dafür, wenn ihr keine Freunde auf Facebook habt, aber ihr müsst ja nicht mir hinterher kriechen. So ein Nonsens! Game Cabby, babbelt doch nicht so eine Scheiße! Wie soll man sich denn da aufs Gameplay konzentrieren? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann mich ja selber nicht mal konzentrieren. La 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 la. Boah, das geht richtig slowly ab. Irgendwie klingt das unten, als ob jemand Party macht. Ich hab gesagt, um 10 Uhr ist Abendruhe. Wer macht denn da schon wieder so Lärm? Ich nehm trotzdem Vorsicht, haben wir jetzt schon mal Ort. Ach so. Da will einer durch. Wollen wir sie reinlassen? Draus steht eine olle Oschi. Na, old Monster, wollen wir sie reinlassen? Wir könnten eigentlich auch ein Zitat von Gander verwenden. Männer Gondors, gleich, was durch dieses Tor kommt, tretet nicht zurück. Weicht nicht zurück, sagt er, genau. Ich habe mich eben verbabbelt, egal. Also da darf ich noch nicht rein. Und sagen wir mal, hallo. Hier möchte ich dich. Und du? Milescu. Okay. Ich hatte schon das Spiel, wollte einfrieren und glitschen. Warte einmal. Hier waren wir doch schon. Ach so. Tadadam. Kuckuck, ich schick dir ein Geschenk hin. Jetzt kommen sie aber hier. Germany's Next Topmodel kommt gerade auf mich zu. Hallöchen! Ach, drei von der Sorte sogar. Wo kommt ihr denn her, ihr Meidig? Ich hab mal Sauerei. Was? Vier? Okay, warte mal, jetzt machen wir was anderes. Jetzt machen wir was anderes. Ja, jetzt machen wir was anderes. Jetzt machen wir was anderes. Ich brauch nur ein bisschen Abstand. Hehehehe. Hab ich schon ausgetrickst. So, jetzt müsste aber ich... Was mache ich denn eigentlich? Jetzt müsste ich aber genug Orbs haben. Jawoll, ja. Zyklonen des Chaos, na endlich. Und Geist Herkules haben wir sogar freigeschaltet. Hades Rache. So, Stufe 3 braucht noch knapp 3700. So, jetzt habe ich endlich den Angriff freigeschaltet, ne? Ja, I love it. Do it, Materia. Darf ich jetzt noch nach oben? Oder soll ich gar hier oben hin? Ne, hier oben gibt's nur... Duel. Warps, warps, warps. Klops, klops, klops. Juhu!
So, voll die Feuer, Leute. Nee, so Runi Rutsch habe ich mir die Hände verbrannt. Ne, das war ein Schmerz. Ach so. Jetzt allmählich kriegen wir es mit dem Partyspaß zu tun. Keine Sorge, Kratos. Ich, das Orakel von Athen, helfe dir, Ares zu besiegen. Suche meinen Tempel im Osten und lerne, wie man einen Gott tötet. Ich wollte schon sagen, ein anderes Orakel kann es ja nicht sein, weil das Orakel von Delios, das ist ja kaputt seit des Engine. Die Straße nach Athen! Das ist so quasi der antike Catwalk. Wie komme ich eigentlich die ganze Zeit auf diese Model-Anspielung? Da haben wir den Karl Lagerfeld dann. Nein, das ist Ares. Nein, hier haben wir Ares, der ein bisschen bödisch ist. Der ist so aggressiv. Ist groß, grün und böse geworden. Naja, zumindest groß und böse. Nicht grün, aber groß und böse. Da, das ist die griechische Form von Bruce Banner, deswegen heißt er Bruce Banneros. Nixus Euros, nein. Kriegsgott, nichts ist vergessen. Für deine Tat in jener Nacht wirst du in dieser Stadt sterben. Nein, fast meinen können, er hätte ihn jetzt eben bemerkt, ne? Weil irgendwie... Jenseits des Schlachtfelds steht Ares, seine Armee marschiert auf Athen zu. Als ob er mich hier nicht bemerkt. Hallo, hier bin ich. Komm, komm mich holen. Ah, Schisse. Shisha. Warte mal, in welche Richtung muss ich jetzt gehen? Es gibt zwei Pfade. Ich glaube, da geht es sogar weiter. Ich muss jetzt mal schauen. Eine von beiden Seiten war nur ein bisschen Boni. Ach nee, da ging es. Da ging es nochmal weiter. Dann gehe ich doch nach rechts. Wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, dann habe ich mich halt gedörbt. Aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall hat der Gute ein bisschen Aggressionsprobleme, die er unbedingt mal bewältigen muss. Ich kann hier nicht angehen, wenn er sich hier wie so eine Axt im Walde verhalten würde. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Truhe. Hey, ein Gorgonauge. Also, auch wenn es... Ach, hier geht's doch noch nicht weiter, erst später. Oder was? Eine massive Tür mit dem Symbol des Stadtorakels. Sie ist verschlossen und von hier aus nicht zu öffnen. Okay, ich muss also doch erst zur anderen Seite gehen, aber immerhin habe ich mir jetzt schon vorweg ein Gorgonauge geholt. Das ist sehr nützlich, wenn ich das mal so sagen dürfte. Die ersten 5 Anrufer kriegen auch noch eine Phönixfutter gratis dazu. Ares, was den ganzen Himmel verdunkelt, ey. Wie soll denn sich jetzt Sauron noch sein Auge auswaschen, wenn er gar nichts mehr sieht? Weil es keine Kontaktlinsen seiner Größe gibt. Ah, so ein Mist, was der hier babbelt. Ey, hey, da war ein Omega-Symbol. Heißt es, dass wir jetzt auch Darkseid hier haben? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Dann brauchen wir nur noch Superman und dann jebet ein auf die 12. So. Ich denke mal, auf Obst und Gemüse könnt ihr jetzt verzichten, ihr Pushis. Ich darf nicht weitergehen. Na gut, dann gehen wir doch außen rum. Wir können nicht oben drüber. Wir können nicht unten drunter durch. Ja, wir gehen außen rum. Du bist doch ein Hund. Ach nee, jetzt kommt dieses Rätsel. Ach nee, ach nee. Das mag ich mal gar nicht mögen, wa? Vor allen Dingen, ich habe keine Magieenergie. Das ist jetzt ein Problem. Na komm, geh nochmal drauf. Okay, das muss reichen. Am besten wäre es ja, wenn ich einen von beiden erst einmal loswerde.
So geht's natürlich auch. Au, 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 au. Geht weg. Hat der eben hier alles kaputt gemacht? Ich glaube schon. Na komm. Boot, 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 boot. Boot, 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 boot.